Hallo zusammen, heute möchte ich mir mal die Beta von Fedora 38 ansehen. Dazu gehe ich auf Alternate Downloads und bei den alternativen Downloads haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal den Fedora Server zum Herunterladen und einmal die Alles ISO. Denn es soll von Fedora einen neuen Spin geben und zwar eine ISO mit Budgie Desktop und den möchte ich mir jetzt mal installieren. Dann starte ich Fedora 38 mal. Der Installer an sich hat sich nicht geändert, es ist immer noch Anaconda. Wähle die deutsche Sprache aus, bekomme hier noch ein Hinweisfenster. Installationsziel automatisch, das lasse ich jetzt mal, das ist nicht optimal. Dann Netzwerk und den Rechnernamen, nenne ich das Ganze mal Fedora, anwenden, fertig. Root-Konto ist deaktiviert. Das müssten wir jetzt nicht aktivieren. Vergebe ich hier halt ein Passwort, klicke hier ebenfalls auf Fertig. Darf zweimal klicken, weil das Passwort zu schwer war. Leg dann einen Benutzer an. Vergebe ebenfalls wieder ein sehr schweres Passwort. Tastatur passt, die Sprachunterstützung passt, Zeitdatum ist in Ordnung, Installationsquelle, Spiegelsurfer in der Nähe, das lassen wir so. Jetzt wählen wir uns den Desktop aus. Und zwar hätten wir mit Fedora Workstation den GNOME Desktop, dann hier den KDE Plasma Desktop, XFCE. Dann gibt es Porsche Desktop, den möchte ich mir auch mal ansehen. LX.de, LX.Qt, Cinnamon, Mate, Schucker, Deepin, Budgie wähle ich jetzt mal aus. Dann hätten wir noch den i3 Window Manager und Sway. Und hier üben an Software wähle ich jetzt nur Budgie aus, sonst nichts. Also kein Schreibprogramm, Audioprogramm oder sonstiges. Lass das Ganze so, klick auf Fertig. Und dann schon auf Installieren. Das Ganze dauert jetzt etwas, also mal wieder Zeit für eine Tasse Kaffee. So, die Installation ist beendet, dann starte ich mal neu. Dann dürfen wir uns schon anmelden. Hier ist kein Hintergrundbild vorhanden. Wow, diesen Hinweis blende ich aus. Und uns begrüßt das erste Mal der Budgie Desktop mit Fedora 38. Also einfaches Menü, Leiste. Was haben wir denn hier? Das müsste Nautilus. Das ist nicht Nautilus. Hier ist Nemo vorinstalliert. Respekt. Also ich finde Nemo den besseren Dateimanager. Dann Firefox, Rhythmbox, GNOME Software. Ja, GNOME Software. Und was ist dann? Der letzte Eintrag unten ist Parole. Also XFCE Media Player. Auf der rechten Seite haben wir Netzwerk, Benachrichtigung, Lautstärke, Zeitdatum und Raven. Ja, der Budgie Desktop gefällt mir eigentlich. Wir haben hier schon Aktualisierungen. Möchte ich nur mal kurz die Paketquellen ansehen. Flatbacks sind schon installiert, die werden aber noch nicht funktionieren. Da fällt noch das Repository dazu. Fedora 38, selbst die Test-Updates sind hier aktiviert und die Firmware. Gut, probiere ich einfach mal, suche mal kurz das Xmind und er wird es nicht finden, das habe ich mir schon gedacht. Aktualisierungen gibt es hier Multimedia-Codex. Und jetzt sollten wir neu starten und die Aktualisierungen installieren. Das mache ich jetzt nicht. Dann suche ich mir schnell das Terminal, öffne dieses. Und das ist aber das GNOME Terminal, wenn mich nicht alles täuscht. Mache ich die Schrift ein bisschen größer, Farben, den Hintergrund etwas transparent. So. Und dann möchte ich das Update durchführen mit sudo dnf update
Also bei Fedora gibt es das nicht mit Update, Upgrade und sonstiges Zeug, sondern einmal Update, dann werden die Paketquellen aktualisiert und anschließend wird das System aktualisiert. Das lasse ich jetzt einfach mal im Hintergrund laufen. Unter Zubehör Screenshot Tool, ja, das war schon immer dabei. Was mir auffällt, hier muss man jeden einzelnen Eintrag anklicken, das geht nicht von alleine. Dann die Dateien, also Nemo, Gedit, Taschenrechner, Grafik logischerweise nichts. Das dürfen wir hier erstmal mit Ja bestätigen. Internet auch nur Firefox, Büro nur PDF-Betrachter, dann Rhythmbox und Parole, Systemanwendungen, darf ich hier wieder bestätigen, fahre ich das Fenster mal darüber. Ein Schlüssel wird jetzt importiert. Dann haben wir schon das Budgie Control Center. Netzwerk Bluetooth ähnlich aufgebaut, oder es ist ja eigentlich das gleiche wie bei GNOME, nur etwas angepasst. Bei Hintergrund hier gibt es noch keinen Hell-Dunkel zum Einstellen. Wallpaper an sich, oh Gott, Mieze. Schön. Ups. Okay, das Ganze gibt es auch im 70er Jahre Look. Ich lasse das. Schön. Benachrichtigung, Multitasking sind hier von Haus auf 4 Flächen aktiviert oder 4 Desktops aktiviert. Was haben wir denn dann noch? Freigaben, Audio, Energie, ausgeglichen Energiesparen. Das Ausschalten mache ich jetzt mal weg. Bildschirme, Maus, Tastatur, Drucke, Benutzer, Info. Das Update wurde fertiggestellt. Jetzt müssen wir mit Sicherheit mal neu starten. Wir haben hier die Budgie-Version in 10.7.1, also top aktuell, und der Kernel ist 6.2.6. Ich starte jetzt dennoch nicht neu. Dann haben wir als nächstes die Budgie-Desktop-Einstellungen. Hier ist das dunkle Theme ausgewählt. Mache ich jetzt mal Light, aber da passiert nichts mit Light. Doch der Browser wäre Light. Symbole, Art weiter, oben rechts, dunkles Thema. Ah, jetzt wird das Ganze hell. Das Menü bleibt aber dunkel. Und das eingebaute Theme. Jetzt wird die Leiste schon mal leicht transparent. Und das Fenster ist auch hell. Gefällt mir. Und mehr haben wir hier nicht. Also ich lasse das jetzt einfach auf hell. Desktop, die Desktop-Symbole, wer die möchte, das lasse ich weg. Persönliche Ordner, Papierkorb nehme ich weg. Die Schriften zum Einstellen, Raven. Das ist genau dieses Menü. Hier kann ich auch Widgets hinzufügen. Ressourcenmonitor. CPU, RAM ausgelagert, also die CPU verbraucht im Moment nichts, dafür verbrauchen wir 33% von unserem Arbeitsspeicher. Fenster, also typisch Budgie. Dann kommen wir zur Leiste unten, das Budgie-Menü. Jetzt möchte ich zuerst wechseln beim Überwandern auswählen. Das gefällt mir 10-mal besser. Standardmenü benutzen, das dann nicht das Fedora-Logo. Auch gut. Zeige Beschriftung, nicht gut. Menü muss nicht sein. Die Icon-Liste, die setze ich jetzt mir mal in die Mitte. Was haben wir denn dann noch? Hier können wir dann noch Applets hinzufügen. Die Ordner möchte ich mir hinzufügen als Schnellzugriff.
Aber so viele sind hier nicht dabei. Das Herunterfahren setze ich ganz nach hinten. Und ansonsten, was haben wir denn dann noch? Da ist wirklich nicht viel vorinstalliert. Gut, gehen wir mal in die Einstellungen. Unten gehe ich mal auf 38. Transparent immer, da wird aber nichts transparent. Dann gehen wir nochmal auf den Stil. Jetzt wird es transparent. Okay, dafür ist das Menü wieder dunkel. Nochmal zurück zur Leiste unten, den Einstellungen. Schatten. Doch, der Schatten, der gefällt mir. Dock-Modus. Okay, dann würde ich den Schatten wegmachen. Also das ist das Schöne bei Budgie. Hier kann man auch nur eine kleine Leiste sich unten anzeigen lassen. Mache ich wieder weg. Unten, dann gehe ich auf links. Jetzt möchte ich hier noch ein bisschen Abstand dazwischen. Wieder zurück. Füge ich hier noch ein paar Abstandshalter hinzu. So, ich habe jetzt nur ein paar Abstandshalter hinzugefügt, dass das Ganze nicht so in die Wand geklatscht ausschaut. Habe jetzt allerdings hier keinen Schatten mehr. Schatten noch anzeigen. Genau so lasse ich das jetzt. Nochmal zurück auf die Applets. Hier gibt es nichts. Die Uhrzeit, Datum anzeigen. Dann wird die Leiste automatisch etwas breiter. Sekunden brauche ich nicht. Gut, dann bleibt noch eine neue Leiste hinzufügen und Autostart. Das Ganze war es auch schon. So, ich habe mich schnell mit meinem Laufwerk verbunden. Ich möchte, sobald Fedora 38 erschienen ist, nochmal ein Video machen zum Einrichten von Fedora. Und zwar meine To-Dos after Install. Das möchte ich hier aber mit der Beta-Version noch nicht machen. Hier kurz ein paar Punkte, die RPM-Fusionsrepositories hinzufügen, Flatpak, Multimedia, die Codecs dann installieren, Fedi, das kleine Tool installieren, den Web-App-Manager, Timeshift. Timeshift, denke ich, können wir gleich mal probieren. So wie wir die Installation durchgeführt haben, dürfte Timeshift gar nicht funktionieren. Öffne ich noch mal schnell das Terminal, setze mir das Ganze in die Leiste. Den Player entferne ich diesen auch und gehe hier auf Einfügen. Dann installieren wir uns jetzt mal kurz Timeshift und ich möchte nur zeigen, dass die Standardinstallation von Fedora eigentlich ja nicht gut ist. Hier wird uns zwar als Dateisystem ButterFS installiert. Ihr seht schon, der springt gleich auf rsync. Wenn ich ButterFS, so wie ihr das Dateisystem ist, standardmäßig von Fedora auswähle, dann kommt hier sofort, wir haben kein Wurzellaufwerk mit Add gekennzeichnet. Also können wir hier auch keine Schnappschüsse durchführen. Ich kann keinen Schnappschuss erstellen. Darauf möchte ich dann auch noch mal kurz eingehen, wie installieren wir uns das Ganze und dann die ganzen To-Dos eben nach der Installation. Das Tuxedo Control Center funktioniert mit Version 38 im Moment noch nicht, für Version 37 ja. VirtualBox Nautilus als Root öffnen, hier haben wir jetzt keinen Nautilus. Und dann noch zusätzliche Applets installieren für den Budgie Desktop, das könnten wir kurz machen. Kopieren, Terminal öffnen, einfügen, Repository hinzufügen und dann die Extras installieren. Mit Ja bestätigen. So, die Extras sind schon installiert. Gehen wir noch mal kurz zu den Budgie Desktop Einstellungen, Leiste links, Applets hinzufügen und jetzt sehen wir, jetzt haben wir schon ein paar mehr. Ein App-Menü, App-Launcher, Brightness-Controller, also Helligkeit, Dunkel,
Was ist das App-Menü? Ich füge das mal kurz hinzu. Und jetzt ist Budgie abgeschmiert. Klasse. Das hat wirklich nicht funktioniert. Das App-Menü nochmal. Jetzt haben wir hier das App-Menü. Und dann haben wir das Menü, das wir auch schon von Pantheon oder von Elementary kennen, das in der Leiste sitzt. Wem dieses Menü eben besser gefällt. Ansonsten mache ich das wieder weg. Ja, ich lasse das Ganze jetzt mal. Wie gemerkt, sobald Fedora erschienen ist, werde ich dazu nochmal Videos machen. Frage, wie gefällt euch der Budgie Desktop? Ich finde, schaut richtig schön aus. Und was haltet ihr von Fedora? Bitte schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.